Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und in diesem Video möchte ich mit dir den Monthly Log When Life Gives You Lemons, Make Lemonade malen. Dafür brauchst du ja natürlich einmal dein Bullet Journal. Ich nehme hier das Scribbles That Matter. Dann ein Edding in Weiß. Die Brush Pens. Und den Nikon Fineliner. Das ist es auch eigentlich schon. So, jetzt kann es losgehen. Mit diesem Spread nehme ich natürlich eine Doppelseite. Und du kannst sehen, ich habe das schon vorgemalt. Einfach damit es für dich weniger langweilig ist und ich weniger radieren muss. Und da siehst du schon so ungefähr, wie das Ganze aussehen soll. Ich habe hier zum Beispiel ein Monthly Log mit einem Lineal gemalt, aber ich werde das jetzt gleich alles mit dem Micron Fineliner ganz ohne Lineal nachziehen, schlicht und einfach, weil ich der Meinung bin, dass es im Bullet Journal gar nicht so fürchterlich ordentlich sein muss. Ne? Auch das Ausmalen hinterher, du wirst sehen, ich werde das nicht so ausmalen, dass es nicht ein bisschen mal übergeht. Also es soll einfach so ein bisschen, ja, gescribbelt sein, ne? So gedudelt irgendwie. Ja, deswegen wird das Ganze hinterher natürlich seinen eigenen Charme bekommen. Ja, die Überschrift für den Monthly Log, die hat so eine Schnörkelschrift, ne? So ein bisschen diese Kalligrafie. Und darunter schreibe ich dann September 2019 und das Ganze aber in, ja, einfach in Blockbuchstaben. Ne? Und jetzt siehst du hier, ich mal einfach per Hand diesen Monthly Log nach. Ja, ich möchte, wie gesagt, alles nicht so ganz so ordentlich haben. Brauche es hier gar nicht. Und du siehst schon, ja, die Linien brechen ein bisschen aus. Und naja, so ist es eben gedacht. Ja, ich habe eigentlich immer gerne so ein Monthly Quote, ja, aber ich brauche auch hier Platz für meine Events, also alles, was so passieren wird und natürlich für meine Posts, die ich für meinen Blog plane. Deswegen, das sind ganz wichtige Punkte, deswegen gehören die hier für mich in den Monthly Log. Und hier oben, das ist hier für Instagram, das heißt so ein Tracker. Da schreibe ich dann einfach rein, wie viele Follower ich habe, beziehungsweise wie viele neue ich bekomme. So hat man das einfach im Überblick, ne? Als ob sich da etwas tust, ob es mehr werden oder vielleicht sogar weniger. Deswegen, also ich finde das immer ganz gut, das so ein bisschen im Blick zu behalten und es nicht Pi mal Daumen zu machen. Ne? Und so mache ich dann immer einmal in der Woche, poste ich dort die Anzahl meiner Follower. Die Tasks, also Aufgaben, die du oben rechts in der Ecke siehst, die sind eigentlich dafür gedacht, ja, dass ich so meine Ziele im Blick habe. Also eigentlich sind das Ziele und das ist das, was ich in dem Monat hinbekommen möchte, was ich machen möchte, um an dem großen Ziel, was ich mir für das Jahr gesetzt habe, weiterzuarbeiten. Ja, und deswegen, ich habe da so 6 Punkte. Ich glaube, das reicht, ne? Aber du kannst es natürlich auch ganz anders machen, ne? Und dir sehr viel mehr Platz dafür nehmen und weniger Platz hier für den Quote, die ich jetzt hier reinmale und das dann auch mein Monthly Theme wird. Ne? Also wenn ich jetzt hier Lemons habe, dann sind das zum einen Zitronen und zum anderen natürlich Orangen, so ein bisschen, um so ein Pendant zu haben. Ne? Nicht nur alles in Gelb, sondern eben auch ein bisschen Orange damit reinzubringen. Ja, so unten links schreibe ich dann nochmal die Ziele ganz explizit auf, ne? Weil die Aufgaben, die oben rechts in der Ecke stehen, die führen dann letztendlich zu den Zielen, die unten links in der Ecke stehen. Also so habe ich mir das zumindest gedacht, so ist das bei mir aufgebaut. So habe ich das immer alles im Blick und ich finde es ganz wichtig, das alles im Blick zu haben. Ja, jetzt werde ich noch den ganzen Bleistift los, der dann noch vielleicht irgendwo drin ist und dann kann es auch schon damit losgehen, den Spread zu kolorieren.
Ja, es ist vielleicht nicht die cleverste Idee, hier die breiten Buchstaben mit diesem kleinen Micron Fineliner zu kolorieren, aber wie du siehst, das funktioniert auch, also ist nicht so schlimm, ne? Und wenn ich damit fertig bin, dann möchte ich mit dem weißen Edding noch ein paar Punkte da reinmalen, ganz einfach, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Ja, ich habe gerade beschlossen, dass es unten ein bisschen leer aussieht. Deswegen nehme ich jetzt hier nochmal den gelben Brush Pen und ziehe da einfach Linien rein. Und ich versuche die auch gar nicht so ordentlich zu machen, sondern einfach so Striche zu machen. Es gibt ja so diese hellen und dunkleren Striche manchmal in so Büchern. Und das wollte ich jetzt eigentlich ja nachstellen. Ne? Aber hätte ich wahrscheinlich besser zwei Stifte nehmen müssen. Auf jeden Fall habe ich dann so Linien, in die ich dann noch etwas reinschreiben kann. Du siehst auch hier wieder darauf geachtet, dass es gar nicht so fürchterlich ordentlich ist, sondern ja, wirklich nur so angedeutet, ne? Dass ich hier einfach reinschreiben kann, meine Posts benennen kann und die Events, die sind, und natürlich auch die Ziele, ne? Also die müssen sich natürlich in meinen Aufgaben widerspiegeln und aus den Aufgaben eben die Ziele. Ja, ich finde es auch immer nicht ganz unwichtig, dass ich hier so Next Month drin habe, also alles für den nächsten Monat. Dann kann ich mir schon mal so ein paar Notizen machen, was da denn mein Ziel sein könnte, was ich da planen könnte. Also sind wirklich so mehr Gedankenstützen. Ne? Ja, jetzt will ich hier noch ein bisschen für Farbe sorgen. Das heißt, ich ziehe die Wörter nach mit den verschiedenen Stiften, also mit den zwei verschiedenen Stiften, die ich hierfür benutze, einfach um noch so ein bisschen Farbe ins Brett zu bekommen. Ne? Also auch hier wieder gilt, alles nicht so ordentlich, alles nicht so ernst nehmen, alles, ja, nur ein bisschen Spaß haben und das Ganze schön farbig gestalten. Ja, ich hoffe, dir hat mein Video gefallen und vielleicht gibst du mir auch einen Daumen nach oben oder abonnierst unseren Kanal und vergiss nicht, die kleine Glocke anzuklicken, damit du immer informiert wirst, wenn wir ein neues Video hochladen. Ja, schön, dass du dabei geblieben bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit deinem Spread und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!